Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer Touristenfahrt in Assetto Corsa auf der Nordschleife. Ich habe mir ein paar KI-Kumpels eingeladen, mit denen ich jetzt hier versuche, die grüne Hölle zu bezwingen. Wir selbst sind in einem Ferrari 458 Italia Stage 3 unterwegs mit 570 PS. Und knapp 1200 Kilogramm, ich glaube, Leergewicht. So, jetzt müssen wir hier nur schnell schauen, dass wir eine Lücke finden. Wen haben wir da? Den M3. So, die Lücke nehmen wir. Ah, so geht's auch. Gut, die Corvette lassen wir noch vorbei. Aber dann geht's für uns auch los. Ich fahre hier sachte mit der Kupplung an, obwohl es hier sich um ein Doppelkupplungsgetriebe handelt. Mit 7 Gängen und einem Electronic Kicker. Uiuiui, hier muss ich mich gleich mal konzentrieren, dass ich keinen Abflug mache. Wow, 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 wow. Wo war ich stehen geblieben? Electronic Kicker und er hat. Ein Cut-Off-System. Das heißt, dass bei dem Hochschalten wird Gas automatisch weggenommen und beim Runterschalten wird automatisch Zwischengas gegeben. Also das wäre der Electronic Kicker. Ja, man sieht es auch immer im Ladebildschirm bei Assetto Corsa, mit was das Auto so ausgestattet ist. Beispielsweise mit Turbos, die dann auf den Tasten 1 bis 0 auf dem Keyboard zu steuern sind. So, jetzt mache ich hier aber mal jetzt gleich geschaltet die Apps an, dass wir was sehen. Ja, man sollte nicht während der Fahrt telefonieren oder Apps einschalten. Ihr seht, wir fahren bei 20 Grad Außentemperaturen. Am Setup habe ich nichts gemacht. Ich weiß gar nicht, mit was für Reifen wir unterwegs sind. Wahrscheinlich irgendwelche Semi-Slicks. Die Oberfläche. Wer bremst hier in der Fuchsröhre? Wirklich? Warum bremst du denn? Die Strecke ist auf Green. Das heißt, wir haben nicht optimale Grip-Verhältnisse, aber wahrscheinlich doch bessere, als die Nordschleife in echt hätte oder aufweist. Oh, der Kollege weiß natürlich nicht, dass es sich hier um eine Touristenfahrt handelt. Der denkt, wir wären in einem im freien Training eines Rennwochenendes unterwegs. Na, ich hoffe mal, der Schaden hält sich in Grenzen. Also ich habe den Schaden eingestellt auf 100%. So, ich hoffe, er bleibt außen. Ja, das macht er gut. Sehr gut. KI hat mal den ersten kleinen Test bestanden. Wir übersehen jetzt einfach mal den kleinen Ruckler der Corvette. Ah, da vorne kommen schon die nächsten beiden. Hier hat sich aber einer ganz doll verbremst. Wer ist denn hier ohne ABS unterwegs? Ich dachte eigentlich, ich hätte nur moderne Fahrzeuge auf die Strecke gelassen. Süß, der Alfa Romeo 4C. Oh, 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 vor lauter Verzückung. Brauche ich hier beinahe den nächsten Unfall. Und weg sind sie, die beiden. Ich hoffe, der Crossbow kommt auch noch vorbei. Ja, warum mache ich hier eigentlich ein Assetto Corsa Video? Ganz einfach, ich liebe dieses Spiel. Ich habe das vor 2,5 Jahren habe ich es mir gegönnt, nachdem ich lange auch mit Project Cars geliebäugelt habe. Gut, jetzt im Endeffekt besitze ich beide, aber damals hat dann Assetto Corsa das Rennen gemacht. Das habe ich viel früher erworben. Oh, hier bei der Mutkurve hat mich der Mut verlassen. Aber ich bin immer noch mit kalten Reifen unterwegs.
Ja. Bei Assetto Corsa, das war auch sehr gut. Gefällt mir einfach. Das Force Feedback wahnsinnig gut, dass ich jetzt. So eingestellt habe, dass ich wirklich keine künstlichen Effekte im Lenkrad spüre, nur das, was das Spiel mir wirklich gibt, das Reifenmodell, die Federung, die Dämpfer. Das heißt eigentlich alles auf 0, nur die Stärke auf 80 und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ich muss hier bei den Multipliers in den Autos selber nichts verstellen. Fühlt sich eigentlich alles out of the box sehr gut an. So, hier haben wir einen GTR, der aufgehalten wird von einem, von einem Mustang, oder? Ja. So, jetzt hoffe ich, dass der GTR außen bleibt. Ich versuche innen zu bleiben, gar nicht so leicht mit den hohen Curbs hier, wenn man nicht weiß, wo die Schnauze auffährt vorne. So, das ist natürlich jetzt hier frech gemacht. Wow, er bremst mitten in der Kurve. So, jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich nicht zu früh aufs Gas gehe. Sonst verabschieden wir uns. Ja, was mag ich noch an Assetto Corsa? Die lasergescannten Strecken finde ich einfach der Hammer. Darüber hinaus finde ich die Hingabe des Entwicklerteams fast unerreicht, außer vielleicht von Racer Studios noch, die auch sehr viel mit der Community kommunizieren und ganz nette Jungs sind. Wow. Verzeiht mir, wenn ich hier ein bisschen vorsichtig unterwegs bin, aber ich möchte ja eigentlich nur ein bisschen rumcruisen und eben nicht allzu viele Patzer machen. Meine Ideallinie ist ja auf der Nordschleife nicht die beste. Ich kenne zwar alle Kurven, ich weiß, wann was kommt, aber ich weiß nicht von jeder Kurve, wie ich sie genau fahren muss. Davon bin ich noch weit entfernt. Aber deswegen spiele ich ja solche Spiele wie Assetto Corsa mit lasergescannten Strecken. Was mag ich noch an der Assetto Corsa? Ich habe jetzt die Fahrphysik, habe ich gesagt. Ich habe gesagt, dass mir das Force Feedback unwahrscheinlich gut gefällt. Hier ruckelt es jetzt aufgrund der Unebenheiten in der Straße oder im Straßenbelag. Ich finde Assetto Corsa noch gut, weil die Entwickler einfach so detailverliebt sind, was man. Oh, hier muss man tatsächlich vom Gas. Huiuiui. So detailverliebt sind die kümmern sich um die kleinsten Kleinigkeiten und freuen sich dann auch, wenn Modder irgendwas Gutes zustande bringen. Es gibt sagenhafte Mods für Assetto Corsa, das wäre ein weiterer Pluspunkt übrigens. Die Moddability. So, 8,29 war das, kalte Reifen und alles. Ich muss dran denken, dass ich nicht in einem GT3-Fahrzeug unterwegs bin. Sowieso tendiere ich dazu, viel zu schalten, beziehungsweise in den falschen Gängen unterwegs zu sein. Hier hätte es jetzt auch gerade dazu kommen können, dass mir das Hinterteil wegrutscht, weil ich einfach doch zu weit auf dem Körper war. Die Reifen wollen nicht warm werden, da hätte man ein bisschen Luftdruck rausnehmen sollen. Ich habe am Setup aber nichts verändert, weil ich mich mit Setups erst dann beschäftigen möchte, wenn ich eine Kombination beherrsche, also wenn ich ein bestimmtes Auto auf einer bestimmten Strecke gut fahren kann, wenn ich da wirklich die Kurven so nehme, dass ich konstante Runden fahren kann, dann erst schraube ich am Setup rum. Oder eben, wenn ich so eine Strecke habe wie die Nordschleife und ich fahre ein GT3-Rennen, dass ich natürlich dann die
Gänge ein bisschen länger übersetzt, klar, das mache ich schon, aber die Dämpfer, die Federung, Aufhängung lasse ich meistens in Ruhe, weil ich davon keine Ahnung habe. Also ich kann zwar lesen, was es für Auswirkungen hat, aber dieses feine Zusammenspiel aller einzelnen Bestandteile oder Komponenten, ja, das ist mir einfach zu heavy. Und da habe ich, ja, um ehrlich zu sein, auch nicht so den Ehrgeiz, jetzt das perfekte Setup für die Nordschleife, für diesen Ferrari zu finden. Da fahre ich dann lieber nachher noch mit dem Giulietta oder schnapp mir ein anderes Auto. Bin auf einem kleinen Kurs unterwegs. Ja, nutze die Zeit lieber so. Oh, hier fahre ich eine ganz falsche Linie. Hätte ich von außen nehmen sollen, hätte ich jetzt gar nicht bremsen müssen. Boah, den konnte ich glücklicherweise noch fangen. Hätte ich jetzt den dritten geschaltet, wäre das Auto wahrscheinlich noch unruhiger geworden. Und ich hätte es vermasselt. Passiert mir zu oft, dass ich da unvorsichtig bin. Beziehungsweise denke, ich könnte es mit Gasstößen regulieren, den Slide auffangen, den Slide catchen. Ja, da habe ich auch wieder mit der Nase vorne den Körper berührt, weil ich einfach noch nicht so weiß, wann dieses Auto aufhört, vorne. Ich fahre übrigens mit 45 Grad Field of View. Da werden manche Simulationsfanatiker werden da jetzt die Nase rümpfen bzw. schimpfen mit mir, weil ich mit meinem 24,5 Zoll Monitor eigentlich mit einem Field of View von 18 fahren müsste. Aber 18% geht einfach für mich, geht überhaupt nicht. Ihr könnt das selber bei euch mal ausprobieren. Klar, natürlich wäre es super gut, Triple Screen zu haben oder einen riesen Monitor, aber habe ich nun mal nicht. Deswegen habe ich mich hier auf 45 Grad Field of View verständigt und bin damit eigentlich sehr glücklich. Mal wieder ein bisschen vielleicht zu vorsichtig hier. Naja, passt. Vielleicht können wir jetzt auch mal ein bisschen mutiger sein und die Traktionskontrolle ein bisschen regulieren. So, 80 km/h im Karussell. Es geht ein bisschen schneller, aber da hätte ich den höheren Eingang wählen müssen. Ui, ui, ui. Also ich merke jetzt auf jeden Fall, jetzt, also in der zweiten Runde, habe ich ein viel besseres Gefühl fürs Auto. Es liegt daran, die Reifen sind jetzt zwar noch blau, aber die Temperaturen, ja, 65 zeigt es jetzt an. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Aber mir kommt es jetzt einfach so vor, als ob ich das Auto viel besser spüre. Na, da war die Nase wieder am Körper. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem ganzen Produkt hier, mit Assetto Corsa. Ich feiere eigentlich jedes Update und freue mich drauf, weil ich weiß, die haben wieder richtig Arbeit reingesteckt und lassen das Spiel nicht einfach so versauern. Also wir releasen und sagen dann Tschüss. Diese Entwicklung habe ich bei beispielsweise, hoppla, Verzeihung, bei, Sebastian Löb Rally oder auch bei na, wie heißt das gute Spiel? Wreckfest? Es hieß mal anders. Oh, the Car Game. Und dann Wreckfest. Naja, auf jeden Fall habe ich da die Entwicklung verfolgt. Ich wollte mir das Spiel immer eigentlich gönnen, aber war dann doch abgeschreckt davon, dass die Entwickler sich scheinbar zurückgezogen haben und das ganze Spiel jetzt
moddable gemacht haben, damit sich die Community drum kümmern kann. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Erstaunt hat mich beispielsweise aber auch, dass die Jungs von Simbin, beziehungsweise wie heißt es jetzt, von Project Cars, nee, nicht Race Room, dass die auch ständig Updates raushauen und auch die Physik älterer Fahrzeuge überarbeiten. Oh, jetzt habe ich hier touchiert. Und ich würde einfach sagen, wenn uns jetzt in den nächsten 2 Minuten niemand begegnet, dann verabschiede ich mich von euch. Denn so allein rumzugrusen macht mir Spaß, aber ich weiß nicht, wie sich der Zuschauer dabei fühlt. Uiuiuiui. Das ging gerade nochmal gut. So, ich bleibe jetzt hier mal im vierten. Wie viel kommen wir hier raus? 120 ungefähr. Ja, da geht definitiv noch mehr. So, hier vorne fährt auch keiner. Mal schauen, was beim Schwedenkreuz noch so geht. Aber sonst würde ich einfach sagen, dass ich mich von euch verabschiede. Und vor lauter Verabschiedungspalavere schmiert mir hier beinahe der Ferrari ab. Bestimmt wollte ich noch irgendwas erzählen, habe ich jetzt aber vergessen. Mache ich dann einfach im nächsten Video, wenn ich daran denke. Die Reifen wollen einfach nicht warm werden. Ja, ich muss nächstes Mal ein bisschen Druck raus oder ich muss gucken, ob ich andere Reifen hier finde. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier die Fuchsröhre mit Full Speed runterballern. Oh, das war gut. Das war gut gemeint. Da schon wieder mit der Nase auf den Korb. Sowas macht man doch nicht, wenn man schnell sein möchte. Wir sind auch nur 0,6 Sekunden schneller als in der letzten Runde. Vielleicht mache ich in den nächsten Tagen noch ein Video zu Leaderboard Challenges von Race Room Racing Experience. Hätte ich eigentlich Bock drauf, da mal teilzunehmen und vor allem mir die Linie von besseren Leuten anzuschauen, wie die die Strecken bewältigen. Ja, also wie es aussieht, wird hier keiner mehr zu überholen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!